herzlich willkommen zu einer weiteren Review auf weplayhandball.de. Adidas bringt eine komplett neue Kollektion auf den Markt, die Crazy Flight Kollektion, mit dem Downgrade Crazy Flight Bounce, was wir uns hier anschauen, und dem Crazy Flight X als Topmodell in einer späteren Review dann von uns. Ob dieses Volleyballmodell auch für Handballer geeignet ist und was der Crazy Flight Bounce alles kann, das zeigen wir euch jetzt. Zunächst muss man sagen, Adidas hat ein bisschen mit seiner Volleyball-Tradition gebrochen, vorher mit dem Energy Volley Boost oder im Volley Team eher schwere, eher klobige, große Schuhe gemacht. Und da jetzt konträr, der Crazy Flight, Crazy Flight Bounce und Crazy Flight X eher Speed, eher leicht, eher flexibel. Das schafft Adidas, indem es vor allen Dingen im Vorderfuß ein sehr, sehr flexibles und leichtes Mesh-Material benutzt, also kaum verstärkt. Der Fuß sitzt wirklich sehr, sehr leicht drin, sehr, sehr locker drin und wird eigentlich erst über die Schnürung hier oben wieder am Schuh fixiert. Ihr seht das schon hier an den Ösen, dann die Verstärkung, die PU-Verstärkung, die rumläuft, und zwei oder drei wirklich sehr stabile Streben von den oberen drei Ösen dann Richtung Mittelfuß- und Fersenfußbereich, um den Mittelfuß zu stabilisieren. Also doch eine sehr typische Adidas-Verkehrung hier an den Schnüren. Im vorderen Teil seht ihr schon den Zehenschutz. Vorne auch steht da durch PU geschützt, der Vorderfuß sauber im Schuh. Im hinteren Bereich eine verstärkte Fersenkappe, die sehr, sehr stabil ist, sehr, sehr hart ist. Also eure Ferse sitzt da wirklich bombenfest drin. Schon so ein leichtes Camouflage-Muster erkennbar, was sich dann hinterher auf der Sohle fortsetzen wird. Als Dämpfung setzt Adidas im Crazy Flight Bounce auf eine EVA-Dämpfung. Ja, also im Downgrade, im niedrigpreisigen Modell bei 100 Euro, ist eben keine Boost-Schicht hier drin, sondern eine EVA-Dämpfung, die den Zweck allerdings fast genauso gut erfüllt. Gute Dämpfung, gibt leichte Rückstoßenergie wieder und zieht sich vom Fersenbereich, wo sie etwas dicker ist, bis in den Mittel- oder in den vorderen Mittelfußbereich, wo sie dann etwas dünn ausläuft. Wenn wir uns jetzt die Sohle betrachten, sehen wir schon, dass Adidas in fast allen Indoor-Schuhmodellen dieses Jahr oder diese Saison auf eine asymmetrische Anordnung der einzelnen Legierungen hier setzt. Ihr seht das schon, ein leichtes Camouflage-Muster, deswegen ist es ganz gut erkennbar. Diese asymmetrischen Panels, die wirklich keine symmetrische Anrichtung haben und damit wirklich guten Grip in alle Richtungen geben. Also während sonst Panels häufig linear angeordnet sind und nur in eine oder in zwei oder drei Richtungen guten Grip bieten, ist diese asynchrone Anordnung wirklich dazu geeignet, 360 Grad in alle Richtungen Grip zu bieten. Es ist so ein leicht angedeuteter Drehpunkt vorne. Das sieht man so ein bisschen an der Vertiefung hier vorne, so dass wir wirklich auch bei den Drehbewegungen nicht platt vorne auf dem Boden stehen. Sicherlich eine Sache, die noch sehr, sehr typisch ist für die Crazy Flight Modelle, ist, dass sie gerade was die Form im Vorderfuß angeht, nicht ganz so platt aufsetzen, sondern wirklich alle Bewegungen auf dem Vorderfuß stattfinden lassen. Also die Biegung vorne in den Vorderfußbereich unterstützt die Abrollbewegung doch deutlich besser als so manch anderer Schuh. Hat natürlich auch den Nachteil, dass wenn viele Bewegungen man schlecht steht und auf dem platten Fuß steht, man fast nur auf dem vorderen Mittelfußbereich und auf der Ferse steht. Das heißt, man muss sich schon bemühen, die Bewegung auch sauber auszuführen, um einfach guten Grip zu haben. Den Volley Bounce von Adidas wird es für Männer in Schwarz und Rot geben, für die Frauen in Weiß und Blau mit leichter Camouflage-Optik hier unten an der Sohle. Es bleibt festzuhalten, dass der Crazy Flight Bounce wirklich für 100 Euro ein extrem wertiger Schuh ist. Er sieht nicht nur wertig aus, er ist es auch. Eigentlich unterscheidet er sich zum Crazy Flight X nur in dem Detail, dass die Boost-Dämpfung nicht mit dabei ist und dass ein paar PU-Streben, also im Obermaterial, etwas an Qualität niedriger sind. Allerdings für 100 Euro ist das wirklich ein herausragender Schuh. Wir freuen uns sehr darauf, zu schauen, wie euch dieser Volleyballschuh auch im Handballbereich gefällt. Er ist etwas schmaler gebaut, wir empfehlen ihn für etwas schmalere Füße. Er ist eher ein Speedschuh, also eher für leichte, schnelle Spieler, kann aber auch im Rückraum getragen werden, ist allerdings jetzt nicht unbedingt etwas für eine Kreisläuferposition oder für einen schweren Rückraum oder eine Rückraumspielerin. Wir freuen uns auf eure Kommentare, auf eure Meinung. Wir glauben, das wird ein Top-Schuh in der kommenden Saison, gerade in dem Preisbereich. Und wir freuen uns natürlich auf eure Meinungen auf YouTube hier in unserem Kanal oder auf Facebook oder natürlich unserem Support in unserem Online-Shop auf weplayhandball.de. Bis zum nächsten Mal.